Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie die ARD am Wahlabend in einem Interview mit Alice Weidel mit Vorsatz ihren Programmauftrag nicht erfüllt. Der Zuschauer mit einseitigen Fragen und Darstellungen und absichtlichen Fehlinterpretationen in die Irre geführt wird. Im Folgenden das Interview, danach ein paar Worte dazu. Ich begrüße Sie jetzt die Co-Fraktionsvorsitzende von der AfD, Frau Weidel, Alice Weidel. Herzlich willkommen. Ja, vor 4 Jahren hat Ihr Co-Fraktionsvorsitzender Herr Gauland gesagt, wir werden Sie jagen. Jetzt müssen Sie darum kämpfen, überhaupt Platz 4 noch. Jetzt waren Sie im letzten Bundestag ja die größte Oppositionspartei. Jetzt wird es wahrscheinlich 5 werden oder vielleicht Platz 4, je nachdem. So erfolgreich war diese Wahl, diese Jagd dann für die Wählerinnen und Wähler nicht, oder? Das sehe ich völlig anders. Also den ganzen Unkenrufen zum Trotz. 2017 hat man prognostiziert, dass man uns nach einer Legislatur aus dem Bundestag wieder hinauswirft. Das hat ja wohl nicht geklappt. Wir sind zweistellig. Wir haben ein sehr solides Ergebnis eingefahren. Das heißt, um uns wird man nicht mehr drum rumkommen. Naja, man wird schon um Sie herumkommen, weil man Sie nicht für eine Koalition in Betracht zieht. Aber vor 4 Jahren, da war ja das Thema die Flüchtlingskrise, darauf haben Sie gesetzt. Diesmal haben Sie mit dem Corona-Thema punkten können bei Ihren Wählerinnen und Wählern. Aber das war insgesamt für alle Wählerinnen in diesem Land nicht das bestimmte Thema, haben wir vorhin auch gesehen. Haben Sie da aufs falsche Pferd gesetzt? Nein, überhaupt nicht. Also wir halten die Corona-Maßnahmen für verfassungswidrig, für grundgesetzwidrig. Und so machen wir Politik. Also da drehen wir unser Fähnchen nicht in den Wind, wie es andere Parteien machen. Und da, wo Sie es gerade angesprochen haben, es hat natürlich sehr, Karlsruhe alle abgelehnt sehr, sehr viel, bislang. Ja, natürlich Karlsruhe. Die gehen dann im Kanzleramt zu Abendessen. Und dementsprechend haben wir da auch vielleicht eine gewisse Abhängigkeit. So genau weiß man das nicht. Aber es ist natürlich auch so, und das muss man ganz klar konstatieren, es gab hier eine ganz klare Wettbewerbsverzerrung in diesem Wahlkampf. Medial hat man die Grünen nach oben gejuckst, man hat einen Dreien-Parteien-Wahlkampf gemacht, andere ausgeschlossen. Sie haben das waren gerade, die Kanzlerkandidaten, Sie haben auf die es wir selbst geguckt haben, Kanzlerkandidaten, und Sie sind hier genau, auch zu die Wort gekommen. Grünen 15, also wir haben Sie nicht ausgesprochen. Richtig, aber Sie haben ja eben auch gesagt, ne, mit der AfD will ja niemand koalieren. Ja, und das ist nicht das meine ist Worte, der das Punkt. Sind die anderen ja, das ist richtig, Sie freuen sich ja auch richtig. Ich freue Sie mich sind auch. Genauso freundlich. Nein, also ich freue mich richtig. Und dementsprechend wurden wir ja auch als nicht koalitionsfähig direkt aus dem Wettbewerb ausgeschlossen, auch von Ihnen. Vielen Nein, Dank. Von den anderen Parteien, die rangeln um die Mehrheiten im naja, Bundestag. Vielen Dank, Frau Weidel, Dankeschön. Für Ihre Einschätzung. Zunächst ist wichtig zu verstehen, dass dieses Interview mit das Einzige ist, was die Leute überhaupt mitbekommen von der AfD an dem ganzen Wahlabend. Ich habe einen Live-Mitschnitt gemacht und ich habe einmal die Stellen herausgehoben, wo die AfD zu Wort kommt. Also das ist nicht nur der AfD-Vertreter, das ist auch der Interviewer. Also die herausgehobenen Stellen ist tatsächlich die gesamte Zeit, die ein AfD-Vertreter zu Wort kommt. Mit Fragen des Interviewers. Und wir sehen, von 17.15 Uhr bis nach 23 Uhr sind es ein paar Minuten. Nicht mehr. Es gab ein Kurzinterview mit Alice Weidel, das wir jetzt hier betrachten. Ein Kurzinterview mit Tino Chrupalla. Dann durfte Nikolaus Kramer wegen der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern ein kurzes Statement abgeben. Und es gab die Berliner Runde, in der Alice Weidel ebenfalls nur kurz zu Wort kam. Es gab keine Übertragungen von Wahlpartys oder dass irgendwelche anderen AfD-Vertreter zu Wort kommen. Die AfD wurde an dem Tag, an dem alle Leute gebannt auf den Bildschirm schauen, wo es wirklich sehr viele Zuschauer gibt, wurde die AfD komplett ausgeblendet. Das ist entscheidend, weil auch Leute, die normalerweise nicht sich mit Politik beschäftigen, an diesem Tag Fernsehen gucken. Leute, die sonst nicht erreichbar sind. Das Interview mit Alice Weidel hat also eine besondere Bedeutung. Schauen wir uns im Folgenden die Fragen oder vielmehr die Ausführungen des Moderators Ingo Zamparoni genauer an. Los geht es mit einer überfreundlichen Begrüßung. Ich begrüße Sie jetzt, die Co-Fraktionsvorsitzende von der AfD, Frau Weidel, Alice Weidel. Herzlich willkommen. Es ist positives Selbstframing. Wenn er sagt herzlich willkommen, dann steht er selbst gut da. Dann steht er freundlich da, dann stehen die Öffentlich-Rechtlichen freundlich da. Es wird suggeriert, wir, die Öffentlich-Rechtlichen, sind fair. Wir sind sogar zur AfD nett. Wir erfüllen unseren Auftrag. Angesichts der Sendezeit, die die AfD bekommen hat, ist herzlich willkommen natürlich der blanke Hohn. Natürlich ist die AfD nicht willkommen und sie wird ausgeschwiegen und nicht gezeigt, wie es nur irgendwie geht. Also jedenfalls insoweit, dass der Zuschauer nicht merken soll, dass hier ein Programmauftrag missachtet wird. Auffällig ist, dass Zamparoni sofort das Wort jagen zitiert, das Gauland vor 4 Jahren gesagt hat. Ja, vor 4 Jahren hat Ihr Co-Fraktionsvorsitzender Herr Gauland gesagt, wir werden Sie jagen. Es ist deshalb auffällig, weil das Wort jagen in der Politikgeschichte sehr oft verwendet wurde, es aber nie zuvor so prominent zitiert wurde.
Die Grünen haben das Wort Jagen ebenfalls verwendet und niemand hat sich daran gestoßen. Indem Zamperoni Jagen hervorhebt, erweckt er den Eindruck, nur die AfD würde diese Vokabel verwenden. Und er suggeriert, das sei unangemessen aggressiv. Es gibt sonst keinen Grund, dieses Wort zu erwähnen. Jetzt müssen Sie darum kämpfen, überhaupt Platz 4 noch. Jetzt waren Sie im letzten Bundestag ja die größte Oppositionspartei. Jetzt wird es wahrscheinlich 5 werden oder vielleicht Platz 4, je nachdem. So erfolgreich war diese Wahl, diese Jagd dann für die Wählerinnen und Wähler nicht, oder? Genau wie im RTL-Interview erfolgt die Feststellung, dass das AfD-Ergebnis ja nicht so gut sei, dass die AfD um Platz 4 kämpfen müsse, es wahrscheinlich Platz 5 werde. Und Zamperoni nimmt doch einmal Bezug auf den Jagdbegriff. Das ist eine bewusste Falschinterpretation des Begriffs, denn Gauland hatte sie in dem Kontext verwendet, dass es natürlich darum geht, dass die Opposition die Regierung kritisch begleitet. Also dass sie auf die Fehler aufmerksam macht und sie in den Mittelpunkt stellt, was ja Aufgabe der Opposition ist. Und das hat mit der Erzielung von den Wahlergebnissen wenig zu tun. Der Moderator suggeriert damit automatisch auch, dass es Schuld der AfD ist und dass die Öffentlich-Rechtlichen natürlich neutral berichtet hätten. Dabei war es bis vor einem Vierteljahr auch noch so gewesen, dass die AfD mit dem Rechtsextremismusvorwurf ständig konfrontiert wurde. Dass die Hälfte der Interviews oder eigentlich die ganzen Interviews es eigentlich immer nur um das Thema ging. Oder auch jedes Mal, wenn die AfD in Talkshows eingeladen wurde, dann nur eigentlich mit dem Bezug darauf, dass die AfD sich dazu äußern muss. Wodurch über Jahre hinweg beim Bürger eine Verbindung geschaffen wurde, AfD, Rechtsextremismus, Problem. Naja, man wird schon um sie herumkommen, weil man sie nicht für eine Koalition in Betracht zieht. Auffällig ist, dass Zamperoni ständig irgendwelche Feststellungen macht. Er stellt fest, dass die anderen ja um die AfD herumkommen, weil sie eine Koalition mit der AfD nicht in Betracht ziehen. Die Leute denken dann natürlich, ah ja, die anderen, die wollen mit der AfD nicht koalieren. Das hat natürlich dann schon irgendeinen Grund. Und solange nicht auf die Gründe näher eingegangen wird, ist das negativ für die AfD. Darauf setzt der Moderator. In der Kürze der Zeit versucht Zamperoni, alles Negative, was irgendwie abspülbar ist, zu erwähnen, um die Erinnerungen daran wachzuhalten und Zeit damit zu verbringen. Der AfD wird aber am Wahlabend und auch sonst nicht die Zeit gegeben, die Umstände näher zu schildern, die ein sehr negatives Licht auf die anderen Parteien werfen würde. Bei Phoenix kommt die AfD etwas öfter zu Wort und dort werden auch die Bundestagsreden übertragen, aber Phoenix guckt der normale Mensch nicht. Das gucken nur wenige Politikinteressierte und das wissen die Öffentlich-Rechtlichen ganz genau. Das Zeitbudget der normal arbeitenden Bevölkerung ist gering und viele wenden ihre Zeit nicht dafür aus, um Phoenix zu gucken und Bundestagsreden anzugucken, weil das Stunden in Anspruch nimmt. Aber vor 4 Jahren, da war ja das Thema die Flüchtlingskrise, darauf haben Sie gesetzt. Diesmal haben Sie mit dem Corona-Thema punkten können bei Ihren Wählerinnen und Wählern. Aber das war insgesamt für alle Wählerinnen in diesem Land nicht das bestimmte Thema, haben wir vorhin auch gesehen. Haben Sie da aufs falsche Pferd gesetzt? Er setzt damit den Populismus-Frame. Sozusagen, dass die AfD nicht aus eigenen Überzeugungen handelt, sondern dass sie den Wählern hinterherrennt. Sie also integritätslos handeln. Sie dämonisch sind dadurch. Es ist der typische Populismus-Frame, den er nicht öffentlich erwähnt, den er versetzt. Genauso hat die AfD Position bei Klima, bei Euro, bei allen möglichen Themen bezogen. Es ist deshalb also Täuschung vom Moderator, zu suggerieren, die AfD würde allein auf Corona setzen. Er fährt weiter etwas hämisch fort, die AfD habe wohl auf das falsche Pferd gesetzt. Die Leute würde es gar nicht interessieren. Er weiß natürlich ganz genau und unterschlägt bewusst, dass der Meinungsbildungsprozess besonders beim Thema Corona vollkommen gestört ist. Eine sachliche Darstellung hat nur einen Bruchteil der Sendezeit ausgemacht. Die meiste Zeit wurde mit verwaschenen Argumenten unsachlich Panik gestört. Die Gästeauswahl in Talkshows war vollkommen einseitig, die Gegner der Corona-Maßnahmen wurden verleumdet und dämonisiert. Demonstrationen wurden kleingeredet und wurden schlecht geredet. Sie haben das getan, weil sie sich des Effekts einer großen Demonstration bewusst sind. Wenn eine Demonstration groß ist, wenn viele Leute daran beteiligt sind, dann werden die Leute neugierig und beschäftigen sich damit. Maßnahmengegner kamen bei den Öffentlich-Rechtlichen nur insoweit zu Wort, als dass sie sich gegen Rechtsextremismusvorwürfe verteidigen mussten, sodass absichtlich die inhaltliche Diskussion überhaupt nicht stattfindet. Wir halten die Corona-Maßnahmen für verfassungswidrig, für grundgesetzwidrig und so machen wir Politik. Also da drehen wir unser Fähnchen nicht in den Wind, wie es andere Parteien machen. Und da, wo Sie es gerade angesprochen haben, es hat natürlich sehr, Karlsruhe alle abgelehnt sehr, sehr viel, bislang. Ja, Zamperoni unterbricht Weidel und suggeriert, alles ist in Ordnung. Es ist nicht Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen zu unterbrechen, um einen Frame zu installieren. Also in diesem Fall, dass alles in Ordnung ist, dass nichts hinterfragt werden müsse. Die Feststellung der Urteile ist legitim, aber nicht, dass Zamperoni unterbricht und Weidel damit vor der Öffentlichkeit widerlegen will. In der Art und Weise, wie er es getan hat.
Es ist Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen, hier die AfD zu Wort kommen zu lassen und nicht die eigene Meinung oder den eigenen Frame den Leuten unterzujubeln. Es gab hier eine ganz klare Wettbewerbsverzerrung in diesem Wahlkampf. Medial hat man die Grünen nach oben gejuckst. Man hat einen Dreien-Parteien-Wahlkampf gemacht, andere ausgeschlossen. Sie haben das waren die Kanzlerkandidaten, sie haben auf die es wir geguckt Kanzlerkandidaten, haben. Und sie sind hier auch genau, zu Wort gekommen. Also wir haben sie nicht ausgespart. Richtig. Es suggeriert damit, es hätte eine Gleichbehandlung gegeben. Aber allein die Daten der Talkshow-Beteiligung sprechen natürlich eine ganz andere Sprache. Und auf welche Weise in den Talkshows mit AfD-Beteiligung die AfD benachteiligt wurde, getäuscht wurde, das habe ich hier auf meinem Kanal hier dokumentiert. Nur weil die Öffentlich-Rechtlichen die AfD nicht mehr als Rechtsextremisten betitelt haben und es nicht mehr ständig thematisiert haben wie früher, ist der Wahlkampf trotzdem noch lange nicht fair gewesen. Entscheidung ist die Täuschung dahingehend, dass bestimmte Narrative nie kritisch hinterfragt wurden von den Medien. Das Klimakatastrophen-Narrativ wurde nie kritisch hinterfragt, es wurden wichtige, relevante Informationen systematisch verschwiegen. Der Trick ist auch hier, dass Zamperoni gar nicht von Gleichbehandlung spricht, weil er selbst weiß, dass keine Gleichbehandlung stattgefunden hat, dass er aber dem Zuschauer nahelegt, es hätte eine Gleichbehandlung gegeben. Er kann dann später sagen, ich habe nie gesagt, dass es eine Gleichbehandlung gegeben hat. Ich habe nur das und das gesagt. Die Zuschauer haben es leider falsch verstanden. Aber Sie haben ja eben auch gesagt, ne, mit der AfD will ja niemand koalieren. Ja, und das ist nicht das meine ist Worte, der Punkt. Das sind die anderen ja, Parteien. Das ist richtig. Dabei war es so, dass die Medien nie Schaubilder von Koalitionen gezeigt haben, die mit CDU, FDP und AfD möglich wären. Nur weil CDU und FDP sagen, sie wollen mit der AfD nicht koalieren, ist es deswegen noch lang nicht Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen, auf solche Bilder zu verzichten. Wenn die Öffentlich-Rechtlichen diese Grafiken präsentiert hätten, würde natürlich die Aufmerksamkeit darauf gelenkt werden, warum CDU und FDP mit AfD nicht koalieren. Das wollen die Öffentlich-Rechtlichen genau nicht. Sie wollen diese Frage nicht aufkommen lassen. Was CDU und FDP machen, das ist ihre Sache. Aber es ist nicht Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen, die AfD auszugrenzen, indem sie aus Schaubildern herausgehalten werden. Sie freuen sich ja auch richtig. Ich freue mich auch. Sie sind genauso freundlich. Nein, nein, also ich freue mich richtig. Und dementsprechend wurden wir ja auch als nicht koalitionsfähig direkt aus dem Wettbewerb ausgeschlossen, auch von Ihnen. Als Weidel sagt, Sie freuen sich ja richtig, guckt Zamperoni angestrengt. Das ist der Frame, den er unbedingt verhindern will. Wenn man auf sein Gesicht guckt, merkt man ganz eindeutig die Angst, dass ihm die Dinge entgleiten. Aus meiner Sicht ist Zamperoni jemand, der seinen Job macht, der weiß, was er zu tun hat. Es sind wahrscheinlich mafiöse Zustände. Alle kennen diese Framing-Manuals, wissen genau, was sie zu tun haben. Die Art und Weise, wie die Fragen gestellt werden, die Tricks sind eigentlich immer die gleichen. Das RTL-Interview und dieses Interview, sie sind extrem ähnlich. Beide versuchen, alles Negative bei der AfD möglichst lange hervorzuheben und Zeit damit zu verbringen, wodurch sie die Realität mit voller Absicht verzerren, sie nicht abbilden. Es ist so, dass die Realität nie dem Zuschauer zu 100% abbildbar ist. Aber es lässt sich deutlich erkennen, ob der Versuch gemacht wird oder ob genau das Gegenteil der Fall ist, dass man bewusst verzerren will. Und bei sämtlichen Interviews der Öffentlich-Rechtlichen ist die Verzerrungsabsicht durch einseitiges Hervorheben und Verschweigen offensichtlich. Die Strategie der Öffentlich-Rechtlichen für die Zukunft geht aus dem Wahlabend aus meiner Sicht klar hervor. Sie wollen die AfD einfach vergessen machen. Sie wollen die AfD nicht hart attackieren, um sich nicht angreifbar zu machen und um Aufmerksamkeit zu verhindern. Man kann sich darauf einstellen, dass Originaltöne der AfD im Fernsehen äußerst selten werden in der nächsten Zeit. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut.